Damals hatte ich noch nicht musste, weil da war ich in Nürnberg gewesen. Und da war damals mein Kollege James Koch und Oktar Oker. Oktar Oker, der war Europameister gewesen zu der Zeit. James Koch, der war früher bei Olympia mitgeboxt und so weiter. Hat auch einige Weltklasse-Leute weggebombt. Hat dann nachher beim Kurs leider nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Wie wir erwartet haben. Auf jeden Fall sind wir da rumgelatscht. Wir hatten auch Kämpfe im Vorfeld vom Sven Otten-Kampf. Das war übrigens mein letzter Boxkampf gewesen. Vorkampf vom Zentrum. Jedenfalls ist er dann so da am Rumlatschen. Ach, das war so wichtig, weil der Observer, der ist so was von lustig, ist der. Er hat immer irgendwelche Granaten auf Lager. Ne? Auf jeden Fall sind wir dann dort durch die Straße. Dann geht auf einmal, stehen wir unter einem Baum. Und dann hören wir oben auf dem Baum. Das Geräusch, ja. Und wir stehen dort so. So hoch, sind da so zwei Tauben sich voll am Feiten. Ne? Die eine Taube so, die andere so, irgendwie so die Flügel so. Sind sich am Schlagen und wir stehen da wirklich wie die Doofen unter dem Baum und sind denen am Zugucken. Was sagt der? Ich glaube, der Jenkins, der hat gesagt: oh, guck mal, die sind ja voll am Feiten. Aber so richtig, die gehen ab, ich bin die ganze Zeit. Und auf einmal, wir stehen da so, wie die Blöden. Auf einmal höre ich neben mir den Oktarocker so sagen: hey, help of us. Und mit dem Moment hören die auf. Und da ist er mit dem, was das denn für ein Oktarocker? Weil der ist total witzig. Auf einmal hören die auf. Aber weißt du, wenn ich dabei gewesen bin, bei der Situation, ach, das ist schon, das war Juni 2002. Das war mein letzter Boxkampf. Da war ich schon mit meiner Frau verheiratet. Das war der letzte Boxkampf von mir und der einzige Boxkampf, wo ich mit meiner Frau verheiratet war. Und meine Frau, zu dem Zeitpunkt, wie ich nach Hause kam, die hat sich solche Sorgen gemacht, weil ich geboxt habe. Ich habe Angela gewonnen. Da hat die sogar geheult, weißt du, wegen meiner, welchen Boxern, die so aufgeregt gewesen ist. Naja, ich erzähle das nur, ich glaube, ich weiß nicht. Ist egal. Auf jeden Fall, Bruder, wünsche euch was, ich muss jetzt nach Berlin. Das Bier! Das Bier! Das Bier! Ich hab dann einfach Lust drauf gehabt. Wir sind da!